Hallo und herzlich willkommen in der 11. Folge bei Resident Evil 7. Mittlerweile nehme ich fast schon Episoden täglich auf. Heute ist Dienstag, die Folge kommt morgen. Morgen muss ich dann mehr machen. Wir haben schon 11 nach 11 Uhr deutlich. Naja, egal. So, also wir waren... kurz recappen. Wir hatten keine Schrotflintenmunition mehr, das ist natürlich sehr erfreulich. Aber wir haben den Schlangenschlüssel. Genau. Ich laufe jetzt zuallererst mal ins erste OG. Ich hatte ja in der letzten Folge eigentlich relativ unnötig Angst vor dem... Typen, weil den haben wir ja nicht umgebracht. Sofern er tot geblieben ist, natürlich. Was ich allerdings herausgefunden habe von einem Kollegen, der das Spiel gespielt hat schon. Der hat mich nicht gespoilert, keine Sorge. Aber der meinte, man kann den Granatwerfer, für den wir hier Munition gefunden haben... die ich weggepackt habe, den kann man wohl hier in diesem Haus schon finden. Ich weiß nur nicht wo. Wir können ja mal ein bisschen gucken, während wir nach oben gehen. Kann natürlich durchaus sein, dass wir den hier... Ach. Auch das noch. Ja. So, okay. Hier ist ein Krähenschlüssel, den haben wir ja noch nicht, ne? Oh, warte mal, ist das der Granatwerfer? Das könnte der Granatwerfer sein. Wir brauchen einen Krähenschlüssel. Aber keine Ahnung, wo man den herkriegen soll. Bestimmt war das Geschenk, was im Klo rumlag, im alten Haus. Nur da hatte ich keinen Bock zu gucken. Problem Nummer 1 ist... Wir haben keine Muni. 3 Schuss und mit dem Flammenwerfer 122 und das ist nicht, falls man das Schuss nennen kann, und das ist nicht besonders viel, vor allem nicht für diese Monster, denen Feuer nicht wirklich viel auszumachen scheint. Mal gucken, ob wir den auch irgendwie davon schleichen können, weil ich habe jetzt gerade keine andere Chance, denn mit dem Messer möchte ich die ungern attackieren, schon gar nicht, weil ich jetzt irgendwie... Oh oh. Oh oh. Hi. Na? Siehst du, es bringt überhaupt nichts. Oh. Bein, was? Die können mir mein Bein abhacken. Ich bin natürlich jetzt tot. Ich warte jetzt einfach nur noch, was passiert. Ja. Kann ich es benutzen? Ich wusste nicht, dass er mir das Bein abschneiden kann und ich dann trotzdem noch lebe. Was allerdings bedeuten könnte, ich vermute sowieso, dass der uns auch mit diesem Virus infiziert hat, der einen zum Zombie macht, weil das ist für mich sowieso generell die einzige Erklärung dafür, dass wir unseren die Hand wieder angenäht bekommen haben und die auch so schnell wieder verheilt ist. Sicherlich sind wir auch infiziert, weil sonst hätten wir, glaube ich, auch nicht mal, hätte ich nicht mal das Bestreben, dieses Serum zu finden, sonst wäre ich immer noch dafür, die Frau einfach zurückzulassen und abzuhauen. Das ist sehr asozial, ne? Ja. Gut. Krähenschlüssel.
Wundervoll. Jetzt haben wir den Krähenschlüssel, habe ich ganz vergessen. Den haben wir eigentlich bis dato nur im Hinterhaus gebraucht. Aber es hat offenbar Sinn gemacht, den mitzunehmen. Guck mal, was haben wir denn hier? Schießpulver. So, jetzt schön alles durchsuchen. Zu allerletzt nehme ich mal das, was dann da hinten ist. Oh, guck mal. Starke flüssige Chemikalie. Was haben wir hier? Flammengranaten. Ja. Flintenmunition. Ja. So. Granatwerfer. Nicht genug Platz. Ich werde nicht mehr. Festbrennstoff. Ja, da würde ich sagen, tue ich gleich mal die Flinte weg, weil... Obwohl, warte mal, für die Flinte haben wir doch Munition jetzt, ne? Ah ja, haben wir wieder. Ich bringe erstmal die Viecher um. Und dann, dann schauen wir mal weiter. Dann hole ich mir, wahrscheinlich werde ich jetzt die 3 Schuss aus der Flinte erstmal verbrauchen. Und dann hole ich mir den Granatwerfer. Ja, komm nur. Nein, ich bin ja so dumm. Obwohl, jetzt auch egal. Jetzt können wir uns auch die... Da kommen wir ja nicht hinterher, ne? Jetzt können wir auch das hier wegpacken. Die Flinte rüber. So. Und jetzt kann ich mir auch die Granatwerfermunition mitnehmen. Die wir auch noch haben. Was? Festbrennstoff, Schießpulver. Irgendwo hatte ich doch... Oder habe ich die dabei? Aber ich habe doch noch andere Granaten gehabt. Die habe ich doch woanders gefunden. Die habe ich doch im alten Haus gefunden. Ist natürlich enttäuschend. Mal gucken, ob der da noch ist. Ach, da oben. Und wahrscheinlich wieder vollkommen lebendig. Da sind sie beide. Guck mal. Das will ich gar nicht verbrauchen, ehrlich gesagt. Ich hole mir erstmal den Granatwerfer. So, guck mal, perfekt. Eine haben wir schon. Da ist so schon Muni drin. Dann gucken wir nochmal, wie wir die besiegt kriegen. Ah, guck mal, man sieht überhaupt nicht, wie die aus dem Boden plötzlich erscheinen. Da sehe ich Clipping-Fehler. Ja. So. Dann probieren wir mal auf gut Glück aus. So, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Ich muss allerdings zugeben, das Ding ist zwar sehr stark, allerdings durchaus relativ schwach. Das widerspricht sich zwar ein bisschen, aber im Sinne von wenig Muni, ne? Was haben wir denn hier? Ach, das haben wir uns schon angeguckt hier. Ich würde sagen, Schlangenschlüssel. 100 Pro ist hier eine der Karten hinter, die wir brauchen. Ach, die Oma schon wieder. Irgendwann wird die mal auf und so losgehen. Ich werde mal gucken, kann ich jetzt auf die zielen? Ne, wenn ich nicht auf die zielen kann, dann kann es entweder nur heißen, dass sie uns freundlich gesinnt ist. Aber ich will die ehrlich gesagt nicht aus dem Auge lassen.
Das ist bestimmt so ein Jumpscare, der irgendwann kommen wird. Die Oma, die greift dich irgendwie 200 Mal nicht an. Und beim letzten Mal, wenn du dir denkst, ach, die tut da eh nichts, dann schnappt die dich plötzlich. April 1980, Jack tritt den Marines bei. Vielleicht ist die auch die Einzige, die hier nicht infiziert ist oder so. Das kann natürlich sein. Dass die sich sagen, dass diese Familie sich gesagt hat, oh komm, die Oma, die stirbt eh bald. Die hat es nicht verdient, unser Serum zu kriegen. Was ist das? Ach, ein Rätsel. Zeiger bewegen. Auch das noch. Dieselbe Zeit wie bei allen anderen Uhren. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Aha. Aha. Kraut. Haben wir irgendwas zum Kaputtmachen hier? Schatzfoto. Augenblick, kann ich irgendwas herstellen? Bestimmt, ne? Erste-Hilfe-Arznei, das kann ich doch bestimmt... Ah ne, ich will es nicht verwenden. Egal. Kombinieren mit starke Chemikalie. Sehr gut. So, jetzt habe ich Platz für das Foto. Wo ist das? Ist das im Keller? Kann das sein? Ist auf jeden Fall ein Puppenkopf offenbar drauf. So, da ist etwas Nettes versteckt. Ist natürlich höchst erfreulich. Sieht aus wie ein Plan für eine Waffe. Main House. Ach so, guck mal. Das Spiel geht davon aus, dass wir den Krähenschlüssel schon weggepackt haben und uns jetzt mit dem Schlangenschlüssel hier hochbewegen und dann erst auf die Idee kommen, das Ding zu holen. Mit anderen Worten, wir waren klüger als das Spiel. Die Waffe haben wir nämlich schon. Ist das ein Video? Nee. Ich habe hier... Für meinen Geschmack sind hier viel zu wenig Videos. Aber guck mal, ich habe einen größeren Rucksack. Wie viel kann ich jetzt tragen? Ah, guck mal, Wahnsinn. Nicht schlecht. Warte. Ja, doch, 4 Objekte mehr. Immerhin, besser als nix. Dummerweise ist hier sonst scheinbar nichts. Dieselbe Zeit wie bei allen anderen Uhren. Wenn jetzt nicht noch mehr Monster kommen... Wäre ich hier überrascht. Viertel nach 10. Ich probiere es einfach mal mit Viertel nach 10 aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Uhren alle andere Uhrzeiten haben und wenn dann die Uhrzeiten quasi kombinieren müssen. Aber Viertel nach 10 kann man ja erstmal ausprobieren. Ah! Frage ist, will man da wirklich rein? Und die andere Frage ist, warum verschiebt sich das Bett nur mittels der Uhr? Wir hätten auch einfach mal drunter gucken können und hätten das Loch gesehen, aber... Man muss es ja immer mysteriös machen, ne? Na klar, und jetzt kommen wir da nicht mehr zurück, ne? Ich freue mich schon. Nicht, dass ich hier irgendeinen Gang übersehe und auf einmal fällt mich was von der Seite an. Habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich. Es ist auch viel zu spät. Warum spiele ich das überhaupt jetzt gerade? Übrigens, ich habe in den letzten Folgen gemerkt, die zwischendurch in Folge 6 und jetzt in der letzten Folge 10, glaube ich, kam es zu schweren Synchfehlern im Spielton. Das Dumme ist, ist leider vom Spiel so vorgegeben, diese beiden, das war jeweils direkt nach der Stelle, wo ich kurz einen Bildfehler hatte. Ich sah dann kurz einen schwarzen Bildschirm und ihr bei euch hat das Bild angehalten und dann hat sich das Audio verschoben. Das tut mir sehr leid, aber ich kann es leider wirklich nicht beheben, außer mit deutlichem Aufwand. Ich werde gucken, ob ich das vielleicht hinterher nochmal separat hochlade. Im Moment, Boah. Im Moment muss ich euch vertrösten. Gott, hör auf zu reden.
Zugangskarte rot. Als ob uns das nicht irgendwie verbesserte Pistolenmunition. Ja, die nehme ich erstmal. Ja. Ach, scheiße. Das Dumme ist, ich kann jetzt nicht 10 Minuten hier in diesem Raum so rumlaufen und so tun, als würde ich was anderes tun müssen. Ich kann mir eigentlich nur die Karte nehmen. Jetzt muss ich wahrscheinlich da durch. Ach, fuck you, Alter. Ich mach mal ein bisschen leiser hier. Wir haben spät. Es ist gleich Geisterstunde. Wir haben genau 0 Uhr. Entriegelt. Ach, hier ist das. Da kommen uns jetzt wahrscheinlich ein paar von diesen schwarzen Monstern entgegen. Wovor habe ich eigentlich Angst? Wovor habe ich eigentlich Angst? So. Na, ihr Hundesöhne, kommt nur her, ihr Bastarde. Ah, es kommt uns hinterher. So schlimm war das gar nicht. Und ich habe sogar Munition verschwendet. Was wollte ich noch? Hier war ja nichts mehr drin, ne? Wir können ein bisschen was ablegen. Wir können den, das Schatzfoto packe ich mal weg. Sonst kann ich, glaube ich, kann ich hier was kombinieren? Nee. Kann ich das kombinieren? Flammengranaten, ja okay. Die beiden Schlüssel behalte ich erstmal noch. Ich weiß nicht, obwohl den Krähenschlüssel könnte ich eigentlich auch, glaube ich, wegpacken. Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich den noch oft brauchen werde. So, und dann kann ich mal speichern hier. So schlimm war das gar nicht. Das war jetzt irgendwie ein Monster oder so, was uns hinterhergekommen ist. Und das ist jetzt nicht wirklich dramatisch gewesen. Ich finde diese Monster sowieso eher weniger. Die sind zwar... Die sind ekelhaft, also die sind nicht wirklich gruselig. Es ist halt nur der Moment, wenn die auftauchen. Ich fand den Typen fand ich gruselig und die Oma auch bis zu den jeweiligen Bosskämpfen, weil dann wurden sie nervig. Aber im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, ist die Atmosphäre an sich, die den Grusel macht. So. Arclay-Berge, 91. So, sicherlich müssen wir hier nochmal irgendwas finden. Verbesserte Munition habe ich. Ach, du noch. Verschwende hier zu viel Muni. So. Drei Schüsse, aber dass hier eins rumsteht. Ein Monster. 21:45. Ja, die sind echt alle auf 21:45. Was Sinn macht, weil gleichzeitig laufende Uhren sind natürlich ein Segen. Wo mag diese Karte sein? Oh. Oh, fuck. Puh, das hat mir jetzt kurz einen verpasst. Nein, ich bin so dumm. Ihr habt, eigentlich sollte ich mich extra töten lassen. Und ich habe ihn mit einem Messerstich gekriegt. Zwei Schüsse weg. Egal. So ist das Leben. Ja, bleibt jetzt nur zu hoffen, dass nicht noch mehr von den Viechern kommen, weil jetzt bin ich erstmal ein bisschen ungeschützt. Ach, wo ist denn diese kackzweite Karte? Wir haben sonst keine Türen mehr, die wir aufmachen konnten, ne?
Torf auch nicht mehr viel. Hier. Hier haben wir noch einen Safe Room. Der uns aber auch nicht viel bringt. Ich gehe mal raus und stecke die erste Karte mal in den Kartenschlitz. Und dann könnte man ja mal. Ach. Hier scheint immer wieder gerne Monster zu kommen. Und dann müssen wir mal gucken, wo man noch das herholen kann. Ach, auch das noch. Oh. Jetzt sind die auch noch hier draußen. Ich raste aus. Nein. Nein. Fuck. Habe ich wieder was zum Wegtun oder rein? Warte mal, ich kann dann einmal Medizin anwenden. Und dann speichere ich hier nochmal. Zack. Dann lege ich die eine Karte ein und guck mal, was passiert. Wahrscheinlich nichts, aber konnten wir in dem anderen, in dem alten Haus, da konnten wir auch nicht mehr viel machen. Da kann ich mich an keine Krähen oder sonstige Tür erinnern. Und auch in dem ganz alten Haus, wo wir da quasi den Bosskampf gemacht haben, da war ja eigentlich nur für den Bosskampf da. Ich wette, wir können die zweite Karte in dem... Haupthaus finden. Nur die Frage, wo? Nochmal speichern, weil ich weiß, dass ich das garantiert vergessen würde, die Karte sonst abzuliefern, und es gibt, glaube ich, keinen sicheren Platz als der Kartenleser. Vorausgesetzt, hier läuft nicht jemand anders rum, der die Karten noch unbedingt haben will. Augenblick, ich muss kurz. So. Ach, guck mal. 44er Magnum-Munition. Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch 9 Münzen. Ja, das war also das Klo. Interessant. 3 Stück nur. Eine antike Münze habe ich, eine defekte Pistole, ich habe keinen Reparatursatz dafür. Schießpulver. Ich packe mal alles rüber, was in irgendeiner Art und Weise für was man zum Herstellen von Dingen verwenden könnte. Ein Spaltmittel könnte ich verwenden, aber das, da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, weil eigentlich nicht, eigentlich lohnt sich das nicht, ein Spaltmittel zu benutzen und die Medizin wieder auseinanderzunehmen, weil, ganz ehrlich, liegt hier mehr als vorher? Nee, ne? Nee. Weil Munition, also ich brauche Medizin dringender als Munition, glaube ich. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt wieder ins Haus. Nice, dass die Tür von alleine zugeht. So, locker war oben noch irgendwas. Ach doch, klar, hier. Hier hinten. Ich erinnere mich. Habe ich Muni dabei für irgendwas? Granatwerfer. Ach. Auch das noch. Ja, locker darf ich da unten reinklettern. Da vielen Dank auch. Kinderzimmer. Aha. Pillen. Oh, Pillen gehen immer. Wofür sind die? Nahrungsergänzung, die sich auf das Nerven müssen zur Verwendung mit zum Arznei verarbeitet werden. Kann ich das kombinieren? Nö. Ein Ball.
Man sieht recht wenig auf diesem Ball. Ein Schrank. Brennerkraftstoff. Nicht schlecht. So. Was haben wir hier? Dritter Platz Junioren-Erfinderwettbewerb. Das ist bestimmt Lukas' Zimmer hier. Fragt sich, wem gehört das Kinderzimmer in dem alten Haus? Bestimmt Mia. Eins von beiden ist bestimmt Mia und das andere ist Zoe. Oder warte mal. Das könnte auch Zoe sein. So quasi Zoe ist... Ich kann mir gut vorstellen, dass Zoe quasi der Stern der Familie ist. Eventuell, dass sie so ein bisschen die Klügere ist und dass der Junge der Dumme ist. So, dass das der ist, der auch im alten Haus da quasi gewohnt hat. In dem Kinderzimmer, wo wir vorhin den Arm hergeholt haben. Vorhin, gestern. Und... Ja... Oder? Nee. April, bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. April, doofer Oliver, ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf, sagt er. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Okay, es ist Lukas' Zimmer, ich habe nichts gesagt. April, ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Also, vereint. Ja, gut, die Vereinigung, die haben wir relativ schnell gelöst. Es ist kaputt. Kraut. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Ach, hier geht's gar nicht rein. Ich wollte schon sagen, wir müssen da durchklettern, habe ich gedacht. Das bedeutet aber auch, dass da oben ein Monster ist. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 20 Tage 1992. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Schattenaktivierte Tür? Ach doch, das. Das haben wir. Flintenattrappe. Spielzeugaxt. Das bringt mir doch alles nichts. Happy Birthday. Nein, ein Video. Ein Videoband. Ich raste aus. Kann ich irgendwas nehmen hier? Nein, ich kann es jetzt nicht benutzen. Nein. Kann ich die nicht wegpacken? Ich kann es nicht wegwerfen. Und hier ist jetzt irgendwo ein Monster wahrscheinlich. Egal. Zack. Ah, sehr gut. Judgment. Da ist die blaue Karte und jetzt ist hier garantiert irgendwo ein Monster. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Dummerweise habe ich überhaupt keinen Platz in meinem scheiß Inventar. Ich kann nicht mal Medizin verwenden. Ich will auch nichts wegwerfen. Psychotonikum. Leute, merkt euch, was wir hier oben hatten. Wir müssen hier auf jeden Fall wieder hin. Ich speichere jetzt, dann ist die Folge vorbei. Könnt euch darauf einstellen, dass hier wahrscheinlich... Ich renne jetzt einfach. Kein Bock, dass hier Monster erscheinen. Okay, bis jetzt nichts passiert. Scheint sicher zu sein.
In der nächsten Folge holen wir uns dann da oben die blaue Zugangskarte her und die ganzen anderen schönen Sachen, die wir da noch haben. Und dann gehen wir mal in das Häuschen, wo sich wahrscheinlich Lukas versteckt. Jetzt werde ich zuallererst mal ein paar Sachen ablegen. Ich glaube, die beiden Sachen könnte ich durchaus gebrauchen. Ich packe jetzt erstmal das Kraut weg. Den Festbrennstoff packe ich weg. Die Pillen packe ich auch weg. So, jetzt habe ich genug Platz. Speichere und dann machen wir in der nächsten Folge direkt weiter. Ja, mal gucken, wie der Bruder so drauf ist. Der Sohn, Entschuldigung. Bis dahin danke ich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke für die Bewertung.